Hey ho meine Lieben, hiermit führe ich jetzt auf meinem Kanal noch die Rubrik Einfache Männerküche ein. Ja, und wer jetzt denkt, ich zeige jetzt, wie ich hier eine Dose Ravioli aufmache. Nee, das wäre dann doch zu einfach. Und nein, mal schnell wegbringen wieder. Nee, das wäre dann wirklich zu lächerlich. In der Rubrik eben werde ich aber auch ganz einfache Sachen machen, wie zum Beispiel Chicken Pops, so fertige Pommes dazu, fertig ist die Männerküche. Und wie werden die gemacht? Erstmal Brille aufsetzen. In den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 8 bis 10 Minuten backen. Fertig sind die Chicken Pops. Dazu die schnell in die heiße Fritte und gut ist. Also in dieser Rubrik ganz einfache Sachen. Teilweise Fertigmenüs, also wo man schon noch was machen muss. Nicht bloß Packung aufreißen in Mikrowelle. Also ihr wisst Bescheid. Gehen wir rüber in die Küche, in meine kleine, aber feine Küche und mache ich mir mein Abendessen. So, Dani. Meine Pommes haue ich mir hier in das Körbchen rein. Dann sind die auch aufgebraucht, muss ich wieder neue holen. Naja, viel sind es leider nicht mehr. Muss ausreichen. Tja, die Teile habe ich gesehen beim Einkaufen. Die haben mich angemacht und habe ich mir halt mitgenommen. In dieser Rubrik wird es auch mal sowas wie Frühlingsrollen oder Fischstäble oder sonstiges geben. Ja, also alles, was nicht allzu viel Arbeit macht und ja, einfach in die Rubrik schnelle Männerküche gehört. Gut. Dann gehen wir hinter. Was ich jetzt noch so auf die Schnelle gefunden habe, sind noch diese Mozzarella-Sticks und die haue ich jetzt noch schnell mit in die Trommel rein. Eins, zwei, drei, ja. Oh ja, ein paar sind es allerweil noch. So. Auf das Luder, rein das Ding. So, wie rum denn? So rum. Einschalten, Pommes, fertig, 15 Minuten, da bin ich ja gespannt, ob das hinhaut mit der Zeit. Drehen, Licht an, jo, dreht sich, wunderbar. Und hier unten aufs Backblech schmeißen wir die Dinger drauf. Und nachher einfach mal noch drehen und wenden und fertig. Tja Freunde, ich kann nicht immer so Videos machen wie mit dem T-Bone Steak. Das war das letzte Video, weil allein das Steak hat wahrscheinlich mehr gekostet, als man das Video überhaupt einspielen wird. Ja, auch wenn es sehr lecker war. Aber so ein Zeug, was ich jetzt heute mache, ist halt doch auch etwas günstiger. Und naja, für mich ist das eine ganz normale Single-Männerküche. Vielleicht machen das Frauen auch so teilweise, denke ich ja mal.
man kann nicht immer hier Huibu machen. Naja, und deswegen diese Rubrik. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß an dem Video. Oderle, schauen wir mal, was die Pommes machen. Ich glaube, die können noch. Da habe ich auch die Zeit ein klein bisschen hochgestellt. Die können noch und die Hühnerteile da unten. Na. Können, glaube ich, auch noch ein bisschen. Oh, schön warm kommt es raus. Drehen wir sie mal schnell. Viel zu viel Arbeit. So, fertig. Tja. Mit den 2-3 Bonusminuten sollten die Pommes jetzt wirklich gut sein. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was halt hier immer etwas tricky ist, das Zeug hier rauszuholen, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Und da empfehle ich Handschuhe. Und definitiv. Ja, war doch noch so viel. Hätten fast sogar noch länger können. So. Bisschen Salz und Paprika über meine Pommes. Und fertig. Oh, ich hasse diesen Streuer. Jetzt weiß ich aber, warum nichts rauskam. Der war auch nicht offen. Ja, alles auf einen Haufen. Ja. Die sind auch gut. Und dann gucken wir hier jetzt kurz. Ich glaube, die sollten auch soweit gut sein. Hier runter und tun die auf den Teller. Und ja, und fertig ist ein ganz einfaches Männer- oder Single-Küchenessen ohne großen Aufwand. Und jetzt probieren wir erst einmal das Ganze mit dieser Süßsauersoße. Die braucht auch, weil die Dinger werden ansonsten zu trocken. Aber Soße ist, glaube ich, genügend dabei.
Wo habe ich diese Box geholt? Ich glaube, beim Lidl habe ich die mitgenommen. Ja, gut. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und Tschaikowski, ich gehe essen.